Ich bin Friederike Otto, Direktorin am Environmental Change Institute an der Universität von Oxford und habe ein Buch mit dem Titel Wütendes Wetter geschrieben. Also wie man Klimawissenschaftlerin wird, da gibt es tatsächlich, glaube ich, ganz viele verschiedene Wege. Und die wenigsten, die tatsächlich jetzt in den Klimawissenschaften arbeiten, haben in ihrem ersten Studiengang Klimawissenschaften studiert. Die meisten sind Physiker, Mathematiker, wir haben ein paar Meteorologen. Also zurzeit leite ich das Environmental Change Institute. Das ist ein Institut an der Universität Oxford, in der es um Umweltveränderungen im Allgemeinen geht. Wir haben 5 verschiedene Forschungsfelder. Eins davon ist zu Klimawissenschaften. In dem mache ich also meine eigene wissenschaftliche Arbeit. Und in der Arbeit geht es darum, herauszufinden, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel bestimmte Extremwetterereignisse verändert. Der andere Teil meines Jobs ist zum großen Teil die Fragen zu Umweltveränderungen aus verschiedenen Bereichen, Energie, Klima, Ökologie, zusammenzubringen und zu gucken, wie können wir ganz konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten zu Umweltproblemen ganz allgemein, wobei Klimawandel ein Teil davon ist. Also was wir mit unserer Echtzeitattribution machen, ist entgegen dessen, was eigentlich gute Wissenschaft ausmacht. Das wichtigste Merkmal oder das wichtigste Erkennungsmerkmal der Wissenschaft ist, dass eben Veröffentlichungen nicht einfach so veröffentlicht werden, sondern dass Artikel und Bücher durch Peer Review gehen. Das heißt, dass alles, was wir veröffentlichen, wird vorher von unabhängigen anderen Wissenschaftlern gelesen und Verbesserungsvorschläge gemacht. Und also wenn die Studien schlecht sind, dann werden sie eben auch nicht veröffentlicht. Und dadurch gibt es halt diese unabhängige Qualitätskontrolle. Und der Prozess ist unglaublich wichtig und ohne den wäre Wissenschaft nicht da, wo sie jetzt ist. Aber es dauert sehr lange. Normalerweise vom Fertigstellen einer Studie bis dann zur Veröffentlichung der Studie, also bis zum Erscheinen, bis man darüber in der Öffentlichkeit redet, dauert es ungefähr ein Jahr. Und es ist heutzutage zu Zeiten des Klimawandels eben so, dass wenn ein Extremwetterereignis passiert, dann stellen Journalisten, aber auch Politiker, Entscheidungsträger sofort die Frage, was ist die Rolle des Klimawandels? Und wenn wir Wissenschaftler dann sagen, ja, wir machen mal eine Studie und in einem Jahr später oder so sagen wir Bescheid, dann interessiert sich niemand mehr für das Ereignis. Dann sind vielleicht auch schon Entscheidungen getroffen zum Thema Wiederaufbau und so, bevor man überhaupt ein Ergebnis hat. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir können das auch wissenschaftlich fundiert schneller machen, indem wir eben die Studien schnell veröffentlichen und zwar die Methoden vorher durch den Peer-Review-Prozess veröffentlichen, dass eben die Methoden, die Datensätze und all die Bausteine, die wir benutzen, peer-reviewed sind und damit also durch die wissenschaftliche Qualitätskontrolle gegangen sind, aber dass wir eben bei neuen Ereignissen die dann gleich anwenden und gleich die Daten veröffentlichen, damit wir eben dann, wenn die Welt die Frage stellt, auch eine Antwort geben können. Also es gibt zwei Effekte, wie das Klima und der Klimawandel vor allem auf Wetter wirken. Das eine ist das, was wir den thermodynamischen Effekt nennen. Das heißt, dadurch, dass es mehr Treibhausgase in der Atmosphäre gibt, erwärmt sich die Atmosphäre als Ganzes. Das bedeutet, dass aber nicht nur sich die gesamte Temperatur erhöht, sondern eben auch lokal das Risiko für Hitzewellen steigt, das Risiko für Kältewellen sinkt. Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf enthalten. Der Wasserdampf muss dann eben auch als Regen wieder rauskommen. Das heißt, im globalen Mittel haben wir mehr extreme Regenfälle. Das ist, wie gesagt, der thermodynamische Effekt. Der ist im Prinzip überall auf der Erde gleich. Dann gibt es aber noch einen zweiten und das ist, nennt man den Zirkulationseffekt oder den dynamischen Effekt. Dadurch, dass wir die Komposition der Atmosphäre ändern, verändern wir auch die atmosphärische Zirkulation. Das heißt, wo Wettersysteme entstehen, wann sie entstehen, wie sie ziehen. Und dieser Effekt ist überall unterschiedlich und kann teilweise eben in die gleiche Richtung wirken wie der thermodynamische. Das heißt, wir erwarten mehr Extremregenfälle aufgrund des thermodynamischen Effekts und bekommen dann auch noch mehr Tiefdruckgebiete, was dazu führt, dass es noch mehr Extremregenfälle gibt. Aber in anderen Bereichen oder in anderen Teilen der Erde sieht man dann, dass der Effekt in die entgegengesetzte Richtung wirkt, dass man also zwar mehr extreme Regenfälle kriegt,
aufgrund der Thermodynamik, aber weniger Wettersysteme, die Regen bringen und diese beiden Effekte sich gegenseitig entweder auflösen oder dass sogar die Dynamik gewinnt, dass es eben tatsächlich trockener wird. Ich denke eigentlich schon, dass die Wissenschaft gerade in den letzten paar Jahren zunehmend wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geht. Und also einer der wichtigsten Gründe, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe, ist, um eigentlich zu zeigen, wie Wissenschaft funktioniert, dass es eben nicht irgendwelche abgehobenen Typen sind, die geniale Ideen haben und dann schwupps, gibt es eine neue Methode. Der wissenschaftliche Prozess ist halt, man verändert hier eine Methode ein bisschen, dann geht es durch den Peer-Review-Prozess, dadurch oder indem man mit Kollegen zusammenarbeitet, findet man Fehler, findet man bessere Methoden und verbessert Dinge langsam. Und es gibt eigentlich auch einen regen Austausch zwischen Wissenschaft und, sage ich mal, der echten Welt. Also wir zum Beispiel arbeiten viel mit dem Roten Kreuz, wenn wir unsere Attributionsstudien durchführen, fragen halt, okay, was ist denn eigentlich passiert, was außer dem Klima oder außer dem Wetter hat eigentlich noch einen Einfluss gehabt, wie viele Menschen sind betroffen von dem Ereignis, gab es Vorwarnung oder nicht. Wissenschaft ist eben nichts, was zum Teil, denke ich, viele Leute glauben, sehr abstrakt ist, sondern dass es eben doch um ganz, ganz konkrete Probleme und ganz konkrete Fragestellungen geht, die dann halt mit relativ abstrakten Methoden beantwortet werden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir konkret unter einem Zeitdruck stehen, in dem Sinne, dass uns niemand unter Druck setzt. Aber ich denke schon, dass wir uns selber ein bisschen unter Druck setzen, weil bis wir angefangen haben, diese schnellen Attributionsstudien zu machen, war es ja eigentlich immer so, dass trotzdem die Frage gestellt wurde, auch wenn Wissenschaftler keine Antwort gegeben haben. Und die Frage wurde halt so lange gestellt, bis irgendjemand eine Antwort gibt. Und wenn jemand dann eine Antwort gibt, der nur eine politische Agenda hat, aber eben nicht wissenschaftliche Fakten, dann kann man solche Extremwetterereignisse auch gut nutzen, um eben Meinungen zu manipulieren. Und wir denken, dass man eben dadurch, dass man, wenn man wissenschaftliche Evidenz mit in die Diskussion mit einbringt, dass man das dann verhindern kann und eben einfach deutlich machen kann, was Klimawandel jetzt, heute bedeutet. Dass es weder etwas ist, was irgendwann andere Leute in ferner Zukunft betrifft, noch dass es eine Wahnsinnskatastrophe ist, die morgen die Welt auslöscht, sondern dass es eben sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Bereichen, aber eben jetzt schon unser alltägliches Leben betrifft. Also das Wichtigste, was jeder Einzelne machen kann, ist, egal was die nächste Wahl ist, darüber nachzudenken, okay, was sind Prioritäten für mich und was sind Prioritäten für unsere Gesellschaft? Und wenn Klimawandel da irgendwo mit vorkommt, dann muss man eben auch gucken, ist das tatsächlich auch eine Priorität für die Partei, die hier zur Wahl steht? Und wenn nicht, dann muss man das Kreuz eben woanders machen.